Masaru Takahashi saß an der Theke der Izakaya und betrachtete die Lebenden durch einen Schleier aus schwarzem Regen hindurch. In diesem Lokal hatte Masaru oft widerwillig Zeit mit Kollegen verbracht. Ein altes Foto hing sogar noch über der Theke, das ihn mit seinen Kollegen zeigte, doch Masaru machte sich nichts aus dieser Form der Anerkennung. Aus anfänglicher Abneigung gegen dieses Lokal wurde aber bald Gewohnheit, und so entdeckte Masaru zwischen geschäftlichen Verhandlungen und Gläsern von Kirin einen unerwarteten Frieden, einen stillen Hafen, weit entfernt von seiner Büroparzelle und der über die Jahre gewachsenen Entfremdung seines Zuhauses. Er drehte sich zu den Gästen in der Hoffnung, die Gespräche zu entziffern, die an ihn heranrollten wie Wellen an verlassene Strände. Doch alles, was er erfassen konnte, war eine Geräuschkulisse, die ihn mit schmerzlicher Nostalgie erfüllte. Sein Blick fiel auf die einzige Person, die sich auf seiner Seite des Schleiers befand, welcher die Schattenlande von der physischen Welt getrennt hielt. Eine alte Frau in einem vergilbten Kimono mit Kanji-Mustern, die allein an einem Tisch neben der Tür saß. Sie wartete auf ein Wiedersehen. Masaru wandte sich wieder der Zedernholztheke zu. Sein gebeugter Körper waberte nur schwach in den Konturen eines Mannes, der ein Leben lang die Bürde der Verantwortung getragen hatte. Sein Anzug, einst gerade und gepflegt, flimmerte leicht wie ein zu oft abgespielter Film. Die Spuren der nicht enden wollenden Müdigkeit bestimmten seine gesamte Erscheinung ins Unkenntliche. Er hatte fast all seine Tage und die meisten Nächte damit verbracht, Berichte zu erstellen, stets mit einem Fuß im Büro und dem anderen in dem Traum seiner Frau Kimiko und seinem Sohn Shinichiro eines Tages gerecht zu werden. Oft hatte Masaru daran gedacht, ein Buch zu schreiben über die Geschichte seiner Familie und die seiner Vorfahren, doch die Zeit schien ihm immer zu entgleiten. Immer wieder hatte er das Vorhaben aufgeschoben, bis die durch die Scheidung von Kimiko verdunkelten Jahre seines Ruhestands ihn in die Einsamkeit eines kleinen Apartments in der Innenstadt Matsuyamas führten. Dort, fernab von den endlosen Anforderungen des Berufslebens, griff er endlich zum Stift, um seine in Jahrzehnten mental ausgearbeitete Chronik zu Papier zu bringen. Es war ein Versuch, um zumindest noch seinem Sohn Shinichiro, der mittlerweile selbst Vater geworden war, zu beweisen, dass trotz seiner physischen Abwesenheit sein Herz stets bei ihnen gewesen war. Masaru ließ sich zunehmend gehen und konzentrierte sich nur auf eines, die Vollendung der Familienchronik. Mühsam aus Ahnen, Archiven und Erinnerungen zusammengetragen, füllten sich die Seiten, doch als er nach einigen Jahren den historischen Teil abgeschlossen und zu der Beschreibung der Ereignisse um Kimiko und Shinichiro gelangte, kam sein Werk ins Stocken. Den Mut, seinem Sohn einen Besuch abzustatten und im Gespräch mehr über das zu erfahren, was er verpasst hatte, fand er nur ein einziges Mal. Es war so schmerzhaft und kalt, wie Masaru befürchtet hatte, gefüllt von Vorwürfen, bei keinem Baseballspiel, keiner Abschlussfeier präsent gewesen zu sein. Zumindest konnte seine Tochter Ayumi ihren Großvater so einmal sehen, bevor er kurz darauf einsam in seinem Schreibtischstuhl über einer leeren Seite verstarb. Masaru verdrängte die Erinnerung an die traumatischen Momente, die darauf folgten. Die Begegnung mit den ersten Gespenstern, die ihn, oder vielmehr das, was von ihm blieb, versklaven wollten. Er lernte die unbarmherzige Dunkelheit der Unterwelt kennen, die endlosen Strudel des Tempests,
in denen er sich einst für eine gefühlte Ewigkeit beinahe verlor. Der kalte Griff des Schreckens drückte ihn nieder, aber er zwang sich, den Terror dieser Erfahrung abzuschütteln und wieder im Hier und Jetzt zu sein. Diese aufkochende Mischung aus Verlust und Angst lockte einen Teil Masarus hervor, der zu seinen Lebzeiten nicht mehr als ein nagender Gedanke war. Doch hier, im Reich der Toten, eine viel verbalere Stufe einnehmen durfte. Akzeptier es endlich. Es ist vorbei. Sie brauchen dich nicht und haben es nie getan. Masaru, tief getroffen, flüsterte. Mit dem Buch könnte ich es vielleicht richten. Der Schatten flüsterte hämisch. Es liegt auf Shins Dachboden, dem Altpapier überlassen. Lass los, Masaru. Lass endlich los. Masaru spürte die Wahrheit in diesen Worten, doch jede Faser in ihm weigerte sich, ihnen Folge zu leisten. Ich suche mir mächtige Verbündete in der Unterwelt. Solange es noch einen Weg gibt, ist die Hoffnung nicht verloren. Ich will dich gerne daran erinnern, was das letzte Mal passiert ist, als du jemanden da unten um Hilfe gebeten hast. Du hast nur mich. Und das Beste, was du tun kannst, ist erneut eine Möglichkeit, im Meer der Tempest zu suchen. Ich weiß, es ist gefährlich, aber das Meer ist reich an Schätzen und Wegen. Vertrau mir. Das Gefühl innerer Zerrissenheit spiegelte sich in Masarus Realität wider. Seine komplette Gestalt flackerte wie ein unsicheres Licht im Wind. Sein Schatten richtete sich auf und stellte sich neben ihn. Masaru seufzte kapitulierend, und ein frostiger Wind drang in die Izakaya, sodass selbst der Geist der alten Frau am Eingang von den wirbelnden Eiskristallen überrascht wurde und eine Schutzhaltung einnahm. Der Schatten sah seine Stunde gekommen und legte seinen sich manifestierenden Arm um Masarus Schulter. Erinnerst du dich an den Blick in ihren Augen, Masaru? Als Shins Tochter fragte, wer der alte Mann sei. Du bist jetzt schon niemand mehr. Eine flüchtige Erinnerung im Bestfall. Masarus Herz zuckte bei diesen Worten, ein stechender Schmerz der Erkenntnis und des Bedauerns. Doch inmitten des Schmerzes erkannte er ein schwaches, nebliges Licht. Ja, ich erinnere mich. Aber in ihren Augen lag auch Neugier. Sie wollte wissen, wer ich bin. Vielleicht eines Tages, wenn sie älter ist, wird sie verstehen und ihrem Vater Fragen stellen. Vielleicht sogar das Buch suchen. Der Schatten sprang zurück und lachte spöttisch. Ein Buch, Masaru? Glaubst du wirklich, dass ein Buch ausreicht, um die Kluft der Generationen zu überbrücken? Bücher verstauben, werden vergessen, genau wie die Erinnerung an dich. Masaru stand vom Hocker auf mit einer neu gefundenen Entschlossenheit. Vielleicht. Aber solange auch nur eine Chance besteht, dass Ayumi es wertvoll finden wird, muss ich weitermachen. Sie könnte diejenige sein, die den Wert ihrer Familienchronik versteht. Es ist ihre Identität. Es ist eine Brücke, die mich in Erinnerung hält. Masaru stand in der sich wieder auftauenden Izakaya, irritiert von der ebenfalls Verblichenen am Eingang angestarrt. Er verbeugte sich instinktiv und setzte sich wieder auf den Platz zurück, der jahrzehntelang als sein Stammplatz galt. Während er versuchte, dieses neue Licht in den Kontext zu setzen, um zu verstehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergaben, erklang nach einer Weile erneut diese zynische Stimme in seinem Kopf, die ihn nicht verließ, wie ein Raubtier, das seine Beute hetzte und in der Gewissheit, dass der köstliche Triumph nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann ist. Masaru saß stumm auf seinem Hocker, während die Geräusche der Izakaya langsam in ein gedämpftes Murmeln verblassten, wie ein altes Radio, das den Empfang verlor. Der Zigarettenrauch einiger Gäste nahm eine unnatürlich schwarze Farbe an, schlängelte sich hinter ihm träge durch den Raum und legte sich wie eine schwere Decke über alles,
ohne dass die Lebenden Notiz davon nahmen. Während Masaru die Stirn auf die Hände gestützt bemüht war, mit seinem analytischen Verstand die Optionen seiner bevorstehenden Herausforderung abzuwägen, verdunkelte sich das Lokal unmerklich. Ein Flüstern, sanft wie die ersten vorsichtigen Tropfen eines aufziehenden Sturms, berührte seine Gedanken. Du glaubst, dass ein unvollendetes Buch die Antwort ist. Es ist nichts weiter als das verstaubte Papier eines Unbekannten. Du bist nicht mehr als die Worte, die darauf geschrieben sind. Wie giftige Nadeln bohrte sich jede Silbe in Masarus verwundete Seele. Sein Atem stockte, als die Konsequenz seiner eigenen Bedeutungslosigkeit sich um ihn legte wie ein nasser Mantel. Masaru blieb stumm, doch die bittere Wahrheit in diesen Worten war unübersehbar. Seine Hände, einst so ruhig und sicher, begannen zu beben, als die Zweifel ihn zu übermannen drohten. Der Schatten spürte das Schwanken in Masarus Entschlossenheit und nutzte den Moment, um sich noch tiefer in seine Gedanken zu bohren. Die fast greifbare, rauchförmige Gestalt des Schattens schlich um Masaru hin und her, seine Stimme ein leises Zischen, das durch die nonkorporale Form seiner Beute schnitt. Denkst du wirklich, dass Ayumi, ein junges Mädchen in einer digitalen Welt, jemals die Zeit finden wird, dieses Buch zu lesen? Sie ist ständig abgelenkt, hat zahllose Möglichkeiten zur Unterhaltung, und du, Masaru, warst nie etwas anderes als vergessen. Sie wird weitere Fragen stellen. Sie wollte an dem Tag wissen, wer ich bin. Wenn sie irgendwann das Buch findet, hat alle Anstrengung einen Sinn. Masaru zwang sich, die Worte auszusprechen, obwohl jedes schwerer wog als das vorangegangene. In seiner Stimme lag ein verzweifelter Hoffnungsschimmer. Doch sein Schatten gab nicht nach. Das Eisen muss geschmiedet werden, solange es noch glüht, dachte er sich, ohne dass dies zu Masarus Ebene der gemeinsamen Persona durchdrang. Er sammelte seine letzten Reserven und formte seinem Opfer gegenüber ein exaktes, verzerrtes Spiegelbild von Masarus geisterhafter Gestalt, die direkt neben dem nichtsahnenden Barkeeper stand. Mit zynischem Grinsen lehnte er sich über die Theke und setzte mit Worten, scharf wie die Klingen einer zeremoniellen Katana, zum finalen Angriff an. Wenn sie das Buch findet? Wirklich? Denk doch mal nach, Masaru. Shin hat ihr garantiert nie von dir erzählt. Er wollte, dass du in ihrem Leben nicht existierst. Nur deshalb musste sie fragen, wer du bist. Ihr Vater wird auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Masaru, er hat das Buch mit Sicherheit bereits entsorgt. Du jagst eine Lüge hinterher. Der Schatten sprach nun mit einer Klarheit, die sich in Masarus brüchigen Rest von Überzeugung wie ein Dolch bohrte. Der Raum um ihn herum schien sich zu verengen. Er versuchte aufzustehen, Distanz zu gewinnen, doch seine Knie gaben nach und er hielt sich an der Theke fest, um nicht zusammenzubrechen. Die Wunden, die er so lange versucht hatte zu verarbeiten, rissen nun schmerzhaft auf. Alles, was ihn an die Welt der Lebenden gebunden hatte, schien sich in Luft aufzulösen. Der Gedanke, dass seine Existenz, seine Bemühungen nur eine einseitige Illusion gewesen sein könnten, breitete sich in ihm aus. Für Kimiko und Shin bist du nur ein Name, der bereits vor deinem Tod keine Bedeutung hatte. Du bist in Ayumis Welt noch weniger als das. Fremd und wirst es auch bleiben. Ein tobendes Grollen hallte durch die Izakaya wie das ferne Echo eines herannahenden Sturms. Masaru sah, wie seine Unterarme von schwarzen Adern durchzogen wurden, als ob das Gift des Schattens in sein Wesen eindrang und ihn von innen heraus zersetzte. Die Stimme des Schattens wurde tiefer, eine bedrohliche Präsenz, die den Raum vollständig auszufüllen schien. Masaru fühlte, wie seine Kraft schwand,
als die Dunkelheit in ihm die Kontrolle über die gemeinsame Persona gewann. Der Schatten erhob sich langsam vom Hocker, seine Augen voll befremdlicher Entschlossenheit, doch seine Schritte waren vorsichtig, als er den Raum in Richtung Ausgang durchquerte. Jede Bewegung fühlte sich an, als würde er durch zähe Strömung watten, während die Geräusche der Izakaya um ihn herum in eine unheimliche Stille übergingen. Er legte zögernd seine Hand auf den kühlen, glatten Holzrahmen der traditionellen japanischen Schiebetür und öffnete sie, doch er blickte nicht auf die gewohnte schmale Gasse hinaus, sondern auf eine endlose, tobende, wütende See. Wellen, dunkel und unergründlich, brachen sich in zerschmetternden Wogen, und aus ihren Tiefen schien ein Ruf zu dringen, der in Masarus Seele ein Gefühl des Schwindels erweckte, wie das leichte Ziehen eines unsichtbaren Fadens, der ihn unwiderstehlich in die Tiefe stürzen wollte. Ein geistesabwesendes Lächeln zeichnete sich auf den Lippen des Schattens ab. Er setzte einen Schritt an, der ihn der tobenden See übergab, begleitet von jauchzender Frohlockung, während aus den dunkelsten Tiefen seiner selbst ein Schrei von Masaru heraufdrang. Doch gerade als er den Schritt in Richtung der stürmischen Tiefen halb vollendete und der geistige Sog des Abgrunds ihn fast überwältigte, spürte er plötzlich eine sanfte Berührung auf seiner Schulter. Es war eine Berührung, so leicht wie ein fallendes Kirschblütenblatt, welche seinen masselosen, plassem Körper zu halten vermochte. Die alte Frau, die stets am Tisch neben dem Eingang gesessen und gewartet hatte, stand nun neben ihm. Ihre Augen voll stiller Trauer begegneten den seinen. Augen, welche zu wissen glaubten, was er durchmachte. Warte, er kommt bald, ganz bestimmt. Die pure, unbeirrbare Hoffnung in ihrer Stimme durchbrach die Dunkelheit in ihm. Der Schatten, der ihn mehrere Augenblicke in seinen Klauen gehalten hatte, wimmerte und wand sich, getroffen vom Donnerschlag der Hoffnung. Die brausenden Wellen des Tempests, die ihn zuvor zu verschlingen drohten, gefroren schlagartig, und Gischt erstarrte in der Luft, während Masaru wieder zu sich kam. Er war erfüllt von Verständnis für die Fremde, die er nie anzusprechen gewagt hatte. Masaru trat einen Schritt zurück und schloss instinktiv dieses vom Schatten herbeigerufene Portal in die Unterwelt, indem er die Schiebetür der Izakaya mit einem kräftigen Ruck zuknallen ließ, was ihm auch gelang. Dann beobachtete er, wie das Umfeld um ihn herum sich langsam erhellte und die Izakaya ihre zu Lebzeiten vertraute, warm beleuchtete Gestalt annahm. Die Gäste und der Barkeeper wurden klar deutlich und starrten ihn an, ihre Blicke voller Verwirrung und Unglauben. Für einen kurzen Augenblick war der Schleier zwischen den Welten durchbrochen, und die wenigen Anwesenden konnten eine geisterhafte Silhouette sehen, die gerade die Tür auf und wieder zugeschlagen hatte. Der Barkeeper, der ihn ungläubig anstarrte, erkannte plötzlich das Gesicht. »Takahashi-san?« flüsterte er, und das Echo dieses Namens hallte durch die Izakaya, bevor sich der Schleier der Schattenlande wieder senkte und die Wände zu ihrer grauen Kälte zurückkehrten, begleitet von den Wogen aus Angst und Verwirrung, die zu Masaru in die Schattenlande drangen. Masaru stand still und wagte nicht, sich umzuschauen. Die alte Wraith stellte sich verwirrt vor ihn und konnte ihren Augen nicht trauen. All die Zeit zuvor, von stiller Trauer geprägt, strahlte sie nun eine tiefe, unermessliche Freude aus. »Bist du es, Großvater?« Masaru erstarrte. Die alte Wraith war nicht einfach irgendein verlorenes Wesen, das in der Izakaya gefangen war. »Ayumi?« Das Mädchen, das er nur einmal gesehen hatte, stand nun vor ihm. Kein kleines Kind mehr, sondern eine reife Seele, die ihren Weg gegangen war. Ayumi trat näher,
Ihre Augen funkelten vor Freude und tiefer Dankbarkeit. Sie streckte ihre Hand nach den seinen aus, als wollte sie die verlorene Verbindung zwischen ihnen erneuern. »Ich habe dich gesucht, Großvater. Dein Buch hat mich durch mein Leben begleitet, mir gezeigt, wer ich bin. In jeder Geschichte über meine Vorfahren spürte ich deine Liebe.« Masaru konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. All die Jahre, die er in der Dunkelheit der Schattenlande verbracht hatte, all die Zweifel und das Bedauern, sie fielen von ihm ab wie alter Staub. »Ich habe dein Buch weitergeführt, Großvater. Ich habe von Papa und Großmutter all das erfahren, was du nicht mehr schreiben konntest. Dein Erbe wurde Teil meiner Familie, aber als ich starb, war ich nicht bereit, weiterzugehen. Das Wissen, dass ich dir niemals für das danken konnte, was du mir gegeben hast, hielt mich zurück. Ich wusste, dass ich dich finden musste, um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, bevor ich meinen Frieden finden konnte.« Masaru wurde nicht vergessen. Ganz im Gegenteil, Ayumi hatte tatsächlich sein Erbe bewahrt und weitergetragen. Er fühlte eine tiefe, noch nie empfundene Erleichterung. Die Last, die ihn all die Jahre erdrückt hatte, war verschwunden. Stattdessen war da eine Wärme, die sich durch ihn zog, als ob das Licht, das er so lange gesucht hatte, endlich seinen Weg zu ihm gefunden hatte. »Ich bin so stolz auf dich, Ayumi.« Ayumi lächelte durch ihre Tränen hindurch und für einen Moment standen sie einfach nur da, verbunden durch eine Familienchronik. Es war ein Moment der vollkommenen Harmonie, in dem Masaru wusste, dass er endlich Frieden gefunden hatte. Langsam begann seine Gestalt zu verblassen, doch diesmal war es nicht das schmerzhafte Verschwinden in die Dunkelheit der Unterwelt. Es war ein sanftes, friedvolles Loslassen, ein Übergang in ein Licht, das er lange nicht mehr gesehen hatte. »Leb wohl, Großvater. Ich werde dich nie vergessen.« Auch sie leuchtete. Ayumi löste ihre Hand von der ihres Großvaters und verließ ebenso die Schattenlande in einem friedlichen Licht. Ihre unerledigten Angelegenheiten hatten sich aufgelöst und ihre Seelen waren damit bereit, zum Ufer fernab der Tempest und seines Abgrunds zu ziehen. Die beiden Lichtgestalten, verbunden durch Generationen, verschwanden schließlich aus der Izakaya, die nun still dalag, während die bittersüße Erinnerung an eine ferne Vergangenheit verhallte. Izakaya, ein Wraith the Oblivion Fanhörspiel. Die Rechte an Wraith the Oblivion liegen bei Paradox Interactive. Dieses Hörspiel ist ein Fanprojekt und nicht offiziell von den Rechteinhabern lizenziert oder genehmigt. Alle Charaktere, Ereignisse und Namen sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, sind rein zufällig.